Herzlich willkommen bei Vulkan TV. Auch in dieser Sendung blicken wir wieder auf eine ereignisreiche Woche zurück und wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit folgenden Beiträgen: dem letzten Stradener Straßenspektakel, dem 44. Steiermärktag in Gornja-Radgona, dem Herbstfestel bei Trachtendrummer, dem Marktfest in Ilz, Energiesparen mit E. Lugic und Schnöckfrockt direkt vom Straßenspektakel. Mit dem vermeintlich letzten Straßenspektakel ging eine kulturell-musikalische Ära in Straden zu Ende. Mit einem Best-of aus 29 Jahren zeigte sich Straden noch einmal von der beschwingtesten Seite. Es ist schon etwas ganz Besonderes, was Wolfgang Seidel mit seinem Team von Straden aktiv in Kooperation mit der Gemeinde Straden seit Jahrzehnten veranstaltete. Das Stradener Straßenspektakel avancierte zu einem Markenzeichen für musikalische Hochgenüsse. Dabei war das anfangs gar nicht der Plan. Eigentlich war die Ursprungsidee 1983, dass wir eine Werbeveranstaltung für unser damaligen Kleinkunsttheater Raum machen wollten, wo wir halt mit dem Programm auf die Straße gegangen sind, um zu zeigen, was wir in diesem Kleinkunstkeller, dem WW-Kabinett, eben präsentieren. Und das war eigentlich als einmalige Promotion-Veranstaltung gedacht gewesen. Und aus dem wurde dann das Stradene Straßenspektakel. Für das vermeintlich letzte Stradener Straßenspektakel gab es ein Best-of mit knapp 30 Künstlern auf 7 Bühnen. Einer der Stars war Jörg Martin Willnauer. Mit einem außerehelichen Kind weiß ich seit Jahren. Völlig sinnlos, mir das zu verschweigen. Beim Kulturhaus brachten Anirda Anor potente Volksmusik auf die Bühne und scharrte ein begeistertes Publikum um sich. Mit rauer Stimme und satten Riffs klingte sich auch die Sir Oliver Blues Distillery ein. Eine Jubelfanfare gab es auch für Wolfgang Seidel. Der Bürgermeister überreichte ihm für sein Engagement ein Bild vom Spektakel aus luftiger Höhe. Ja, es tut nach 30 Jahren, nach dem 15. Straßenspektakel, heute das letzte, tut auch dem Bürgermeister sehr weh und auch die Bevölkerung und die Zuseher. Aber man muss sagen, so wie der Wolfgang gesagt hat, das war die Mutter der Veranstaltung und er ist eigentlich der Vater dieser Veranstaltung. Einen besonderen Hotspot gab es auch für die Kleinen. Dabei schlüpfte der Hardrocker Franz Wetzelberger in seine Rolle als Hokus-Pokus-Musikus. Lautstark mit Megafon und passend dazu mit groovigen Moves waren auch die Walking Brass dabei. Ebenfalls heizten Purple and the Ghostbusters featuring Blue Deer, die Gruppe Fangs und die Raphael Resnick Organ Combo die Bombenstimmung an. Herausragende Worte gab es zum Abschluss noch für alle Beteiligten, die das legendäre Straßenspektakel aufbauten. Ja, erstens einmal ein großes Dankeschön. 29 Jahre, große Treue. Das Spektakel spricht natürlich auch ein wenig dabei. Es ist eigentlich in dem Fall ein Familienfest. Und ein Danke auch allen Mitarbeitern, die das ja auch schon so viele Jahre machen. Seit vielen Jahren setzt man im Bezirk Radkersburg auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das zeigte sich auch beim 44. Steiermarkttag, der im Rahmen der großen Agrarmesse in Gornja-Radgona abgehalten wurde. Anlässlich der 50. Internationalen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse Agra in Gornja-Radgona lud der Radkersburger Bezirkshauptmann Alexander Meizan zum bereits 44. Steiermarkttag. Zahlreiche Prominenz aus Politik und Wirtschaft fand sich zu diesem grenzüberschreitenden Austausch ein, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken. Es kristallisiert sich einfach heraus, dass wir eine gemeinsame Region sind, insbesondere im europäischen Hintergrund. Und dass wir so gut zusammenarbeiten,
ergibt sich einfach daraus, weil wir uns einfach verstehen, dass hier Netzwerke geknüpft werden, Kooperationen entstehen. Ein wichtiges Ziel dieses Treffens ist es, gemeinsame Interessen und Probleme zu besprechen. Dadurch können zusammen Lösungsansätze erarbeitet werden. Weil wir haben dieselben Probleme in der Bildung, wir haben sie in der Wirtschaft, wir haben sie in der Landwirtschaft und daraus ergeben sich natürlich dann viele Problemlösungen. Da ist der Messe ein idealer Standort, um sich auszutauschen, um auch die Zukunft zu besprechen. Und wir haben ja die Herausforderungen in den nächsten Jahren vor uns mit den neuen europäischen Programmen. Trilaterale Programme nennen sich diese, sozusagen auch Projekte zu entwickeln und diese auch einzureichen. Die Messe in Gornja-Radgona hat sich in den letzten 50 Jahren zu einer der größten der Region entwickelt und kann beispielsweise mehr Besucher als die Grazer Messe aufweisen. Längst ist die Agra auch für rot-weiß-rote Aussteller interessant geworden. Unternehmen wie etwa die Genussregion Österreich präsentieren sich in Gornja-Radgona einem internationalen Publikum. Diese Messe hat sich in 50 Jahren wirklich entwickelt in eine wirkliche Regionmesse, nicht nur slowenische Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse, sondern eine Messe für breitere Regionen. Wir sagen Region, die umfasst 500 Kilometer aus Gornja-Radgona. Doch nicht nur die Aussteller, sondern auch die Region in unmittelbarer Grenznähe profitieren von dieser Messe. Wir versuchen hier auf dieser Messe die Menschen unmittelbar links und rechts der Mur, wenn man so sagen will, näher zu bringen. Es gibt hier gesellschaftliche Möglichkeiten, aber es gibt hier auch die Möglichkeiten in Form von Ausstellern, in Form von Produktpräsentationen, wo sozusagen auch der Tagestourismus angekurbelt werden kann, wo dann Slowenen neugierig werden auf das steirische Vulkanland und auch umgekehrt. Damit eben diese lange, doch tote Grenze sozusagen wieder lebendiger wird und wir gemeinsam eine Zukunft haben. Diese Zukunft soll durch die grenzübergreifende Kooperation eine äußerst fruchtbare werden. Trachtentrummer lud zum traditionellen Herbstfestel nach Dietersdorf am Gnasbach. Dem modebegeisterten Publikum wurden dabei unter anderem die neuen Herbsttrends vorgestellt. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von Trachtentrummer und Elektroingenieur Viktor Hohl. Zahlreiche Gäste fanden sich in der großen Modewelt von Trachtentrummer in Dietersdorf ein, um bei dem alljährlichen Herbstfestel dabei zu sein. Neben einer Schuhplattler-Einlage der extravaganten Art von der Gruppe Die Festen Plattler, begeisterte Volksmusik von Hannes und Ottmar, sowie Auftritte von Schlagerstars wie André Jahn und Christoph Hartek das Publikum. Ich bin ein König in der Nacht. Der Geschäftsführer Heinz Trummer ist dabei jedes Jahr bemüht, ein unvergessliches Showprogramm für sein Herbstfest auf die Beine zu stellen. Das Besondere bei unserem Herbstfest ist wirklich wunderbar. Es ist einmalig, es gibt es nur einmal im Jahr, das jedes Mal zur gleichen Zeit. Und wichtig ist der riesengroße Trachtenabverkauf und natürlich das musikalische Rahmenprogramm. Volksmusik, Schurplatteln und natürlich auch Schlagerparade. Die Hauptattraktion bildete jedoch die große Trachtenshow. Modebewusste Gäste konnten sich dabei hautnah von der neuen Herbst- und Winterkollektion überzeugen. Trachtentrummer führt das Richtige für jeden Geschmack und jedes Alter. Das Repertoire reicht von traditioneller Festtagstracht bis hin zu modernen Dirndln und Lederhosen. Das Modehaus ist stets bemüht, am Wandel der Zeit zu bleiben und führt so die neuesten Trends. Die Jugend hat sehr gerne die färbigen Lederhosen zum Beispiel. Da gibt es wirklich von Pink, Rot, Grün, Weiß und natürlich die klassisch braune. Und schöne Blusen dazu, Strickweste dazu, das wird die sportive Art und natürlich das kurze Dirndl in allen Facetten. Mit knalligen Farben, detailreichen Accessoires und frecher Kindermode ist die ganze Familie von Kopf bis Fuß gut gekleidet. Den krönenden Abschluss der gelungenen Modenschau bildete die Vorführung der traditionellen Hochzeitsmode.
für den schönsten Tag im Leben. Besonders stolz ist man darauf, das Unternehmen seit August 2010 energieautark zu führen und somit aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Der Strom für das Unternehmen wird dabei durch eigene Photovoltaikanlagen der Firma Elektrohol erzeugt. Ja, wir haben hier bei Trachtentrummer die komplette Photovoltaikanlage gemacht. Also wir haben insgesamt erst mittlerweile 65 kW verbaut, sodass wir eigentlich den ganzen Betrieb hier komplett mit der Energie aus der Sonne versorgen können. Die Marktgemeinde Ilz verwandelt sich an zwei Tagen im Jahr zu einer einzigartigen Bühne und lud mit spannendem Programm in das Herz des Ortes. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Marktgemeinde Ilz. Sie suchen Spaß und Unterhaltung? Dann sind Sie beim alljährlichen Marktfest in Ilz genau richtig. Unzählige Gäste zog es in die Marktgemeinde, um dem facettenreichen Programm der zweitägigen Festivität beizuwohnen. Die Highlights waren für Organisator Johann Brenner vor allem die kulturellen Begegnungen, ein stimmungsreicher Frühschoppen sowie ein umfangreiches musikalisches Programm. Aber jetzt am Vormittag diese Volksmusikbegegnungen, die haben wir eigentlich immer dabei gehabt und diesmal sind wir froh, dass wir Italiener mal da haben, vor allem auf Slowaken und bunt vermischt, dass unsere Leute auch andere Kulturen kennenlernen und das ist ein Ausschluss ist. Soll es auf jeden Fall sein. Durch die lange Tradition hat sich die zweitägige Veranstaltung bereits überregional einen Namen gemacht. Publikum aus nah und fern zieht es alljährlich in die Gemeinde, um ein vielfältiges Kinderprogramm und fabelhafte Auftritte zu erleben. Das diesjährige Fest steht im Zeichen von Tradition und Beständigkeit. In diesem Sinne wird auch die 10-jährige Verbindung zur bayerischen Partnergemeinde Rutherding gefeiert, die mit ca. 200 Gästen vertreten war. Das ist eine sehr gelebte Partnerschaft, hat natürlich eine große Bedeutung für die Marktgemeinde Ilz. Es wird überregional zur Kenntnis genommen. Wir haben sehr viele Besucher von nah und fern und es kann sich hier die Ilzer Wirtschaft repräsentieren und zeigen, was alles in der Wirtschaft in Ilz steckt. Sehr glücklich und dankbar zeigt sich auch der Bürgermeister von Rutherding, Josef Schätzl, Ilz als Partnergemeinde gefunden zu haben. Er blickt auf eine glückliche Entwicklung sowie schöne Erlebnisse zurück. Und die Partnerschaft ist für uns, für die Gemeinde Rutherding, ein Glücksfall. Wie das Ganze begonnen hat, hat man Erwartungen, Hoffnungen. Aber das, was entstanden ist und das, was jetzt da eigentlich sich entwickelt hat, übertrifft alle Erwartungen. Oder wenn wir da kommen dürfen, dann freuen wir uns alle drauf. Und das ist eine echt gelebte Partnerschaft, wie man sich nur wünschen kann. Es sind Freundschaften entstanden, es sind innigste Beziehungen entstanden. So genießen Besucher aus Deutschland, Italien und der Region die wunderbare Atmosphäre im Herzen von Ilz und lassen sich von künstlerischen Darbietungen und kulinarischen Köstlichkeiten verzaubern. Haben Sie gewusst, dass Sie beim Fernsehen auch Energie sparen können? Florian Lukic von eLukic zeigt Ihnen, wie das geht. Bei Fernsehen gibt es jetzt auch einen Energieeffizienzpickerl. Daran erkennen Sie, wie viel Strom Ihr Fernseher braucht. Ein moderner LED-Fernseher braucht wesentlich weniger Strom als Ihr alter Röhrenfernseher. In neuen Geräten sind auch schon alle Receiver integriert. Dadurch hat man auch nur mehr einen Stromverbrauch und auch nur mehr einen Standby. Um Ihre Meinung haben wir Besucher und Musiker diesmal beim Stradener Straßenspektakel gebeten. Was macht das besondere Flair des Stradener Straßenspektakels aus?
Das besondere Flair am Spektakel ist das, dass du einfach so viele Bühnen hast, dass du viele Leute triffst, dass so verschiedene Musiker sind, so viele Stile. Das schöne Wetter, die schönen Leute, die gute Musik. Es gibt verschiedene wie soll ich sagen, Künstler und Sonstiges, die man halt normal nicht sieht. Das ist eigentlich das Besondere. Ja, das ist der ganze Eindruck, diese vielen Musikgruppen und diese vielen Leute. Also es ist wirklich gigantisch. Also ich bin jedes Mal total begeistert, wenn dieses Fest ist. Das Besondere ist für mich, dass ich da Leute trifft, die ich das ganze Jahr nicht sehe. Aber bei dem Spektakel treffe ich es wieder. Naja, es gibt selten, dass eine ganze Stadt einmal gesperrt ist für ein großes Fest, überhaupt so ein Spitzenfest wie da und so viele Bühnen. Und das ist, glaube ich, einzigartig irgendwie in der Südoststeiermark. Das Urige, gute Bands, lässige Leute, der Wolfgang Seidel natürlich, die schottische Whisky-Natter. Ah, das ist sicher die Lage, das Ambiente und dass so viele Bühnen zugleich agieren können. Das ist in keinem anderen Ort in der Oststeiermark in der Form möglich. Die haben alle sehr, sehr viel applaudiert und es ist einfach ein Wahnsinnspublikum. Ich glaube, Straden genießt die Kultur. Das ganze Dorf voll mit Bühnen, verschiedenste Musik. Noch dazu die Verbundenheit seit über 30 Jahren mit dem Team. Ja, die Musik natürlich. Also das ist das Um und Auf, wenn so viele verschiedene Bands spielen, die Musikrichtungen, es geht drunter und drüber und das gute Essen und das ist einfach herrlich. Welches Erlebnis ist Ihnen dort besonders in Erinnerung geblieben? Ich stehe ein bisschen auf die Blechbüchsenband, das heißt, das einfache Musik machen und eine sehr gute alte Musik zu machen, ist eigentlich das Schönste, was mir geblieben ist. Blue D und der Coco Band, die tollen Fog und Fox Stimmen und das ist einfach unbeschreiblich, das gibt es kein zweites Mal. Und ich hoffe, dass es irgendwie wieder weitergeht. Also für mich persönlich ist es einfach die lange Geschichte, die ich da mit dem Spektakel schon verbinde. Ich habe alle meine drei Kinder durch dieses Spektakel getragen. Wir haben mit den Alfred Schuster, wirklich mit der Marktmusikkapelle hier vor der Pfarrkirche in Straden mit den Kollegen Kalksburg gespielt zusammen. Es hat es noch nie verregnet, wir haben schon schlecht weiter gehabt. Aber eher mal aufstrecken, wir sind auch immer durchgekommen. Aber ich glaube, da unten war mal ein Stelzengeher da vor diesem Dämmerin da unten. Der hat mir besonders gut gefallen, wie er beim Fenster um reingeschaut hat. Und von drinnen hat der andere, der Besitzer, damals rausgeschaut. An das werde ich immer denken. Die Schön. Ah, wir haben einmal gespielt, das war da unten beim Kultursaal. Alle haben es mitbekommen, nur wir nicht, weil hinter uns war ein derartiges Gewitter und Wetterleuchten. Nur das haben wir nicht gesehen und die Leute haben immer, denke mir, was ist denn los? Was haben sie? Wir haben geschaut, ich bin's. Dabei war es nur das Wetterleuchten. Was soll ich machen? Ich bin mit der Anlage viel unterwegs in ganz Österreich und sehe dann immer wieder, die ganzen Feste scheitern eher mehr an der ganzen Organisation. Und das ist in Straden 100%. Das Sitz war für die Besucher keiner, aber das passt 100%. Also sehr gern gemacht habe ich immer einen Raphael Resnick mit dem Sax Gordon, den habe ich nie ausgelassen. Ich habe beim ersten Spektakel gespielt, bin stolz drauf, beim letzten gespielt zu haben. Ja, das war ganz, also das ist schon sehr lang her, da haben wir mit der Big Band Gleichenberg gespielt und das war einer meiner ersten Auftritte als Sängerin, das war da in Straden. Die schönste Erinnerung, das ist jetzt schwierig, ich habe so viele schöne Erinnerungen, weil ich jetzt, glaube ich, schon das 20. Mal beim Spektakel spiele. Die schönste Erinnerung war das, dass ich irgendwann einmal um 10 Uhr auf die Nacht zu Fuß komplett betrunken die Stiegen runtergegangen bin und unten am Parkplatz hat mich dann ein befreundeter Musiker aufgelesen und heimgeführt. Vielen Dank für Ihre Meinung. Jetzt geht's mit unserem Magazin weiter. Seien Sie gespannt auf ein interessantes Porträt der Firma Reicht, Turmuhren und Läutwerke aus Baumgarten bei Gnas. Und freuen Sie sich auf die Schleichwege mit Professor Johann Schleich. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Start in den Herbst und freuen uns, Sie auch in der nächsten Woche begrüßen zu können. Servus und auf Wiedersehen. Thank you.
Sie wollen Ihren Betrieb, Ihre Veranstaltung oder Ihre Werbung auf Vulkan.tv sehen? Nutzen Sie das weitreichende Verbreitungsnetz von Vulkan.tv und informieren Sie sich rechtzeitig bei unseren Kundenbetreuern. Bei uns eingeschaut auf www.vulkan.tv.at. Nicht schon wieder. Immer das Gleiche mit unseren Wasserbetten. Wasserbetten von KDK in Mühldorf. Ihr traumhaftes Schlaferlebnis. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten. Oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Internationale Vulkanlandmesse für Gesundheit, Technik und Wirtschaft am 15. und 16. September im KOM-Zentrum in Leitersdorf. Unter anderem am Samstag mit Andreas Goldberger und großer Schnitzelaktion sowie am Sonntag Gottesdienst und Frühschoppen. Das umfangreiche Zweitagesprogramm finden Sie auf www.vulkanlandmesse.at. Erleben Sie auch heuer das Kühnecker Landleben mit Musik, Literatur, Theater, Kulinarium und Handwerk als einzigartiges Erlebnis zwischen Weingärten, Birnen und Apfelbäumen. Das Kühnecker Landleben am 16. September ab 11 Uhr in Kühneck bei St. Peter am Ottersbach. Das Match des Jahres, Kampf der Medien. September, Bad Gleichenberg Arena. In Baumgarten bei Gnas hat Josef Reicht vor 10 Jahren eine Firma gegründet, die sich mit der Reparatur und dem Neubau von Turmuhren und Läutwerken beschäftigt. Im Familienbetrieb helfen auch Gattin Stefanie und Sohn Manuel kräftig mit. Das südoststeirische Unternehmen zeichnet sich durch hohe Fachkompetenz und Kreativität aus. Dies wird vor allem bei der Instandsetzung alter Uhrwerke deutlich. Die Objekte müssen meist kompliziert abgebaut, zerlegt und nach einer Reinigung wieder in funktioneller Weise oder als Schaustücke zusammengesetzt werden. Die hauseigene Werkstatt ist in erster Linie auf Schlosserarbeiten ausgerichtet und maschinell entsprechend bestückt. Metallteile bis zu 2 Meter Länge können vor Ort bearbeitet bzw. gefertigt werden. Auch Zeiger in unterschiedlichen Größen stellt die Firma Reicht selbst her oder restauriert sie, wie zum Beispiel die vergoldeten, über 4 Meter langen Zeiger des Grazer Uhrturms. Immer öfter kommt auch moderne Elektronik zum Einsatz, was vor allem für Manuel Reicht als ausgebildeten Mechatroniker kein Problem darstellt. Im Gegenteil, im Vergleich zu den rein mechanischen Uhrwerken von damals ist bei modernen Turmuhren der mechanische Anteil und auch der Antrieb relativ klein. Herzstücke der neuen Läutwerke sind selbstgefertigte, computergesteuerte Elektroelemente. Turmuhren Instandhalter und Bauer gibt es in Österreich sehr wenige. Daher werden die Dienste der Firma Reicht sehr oft und gerne in Anspruch genommen. So auch in Graz, wo am 16. April der Klöppel der Glockenturm Liesel gebrochen ist. Die Liesel ist die drittgrößte Glocke der Steiermark. Sie hat einen Durchmesser von knapp 2 Meter und wiegt über 4,5 Tonnen.
Produziert wurde der neue Klöppel von der deutschen Firma Rosswag aus Pfinztal unter Verwendung von österreichischem Stahl. Josef Reicht hat das Stahlbauunternehmen als Partner hinzugezogen, weil es neben Aufträgen von Airbus und aus der Formel 1 europaweit führend in der Herstellung großer Glockenklöppel ist. Wir sind ein Unternehmen in Deutschland. Wir wohnen in Karlsruhe oder bei Karlsruhe und sind seit 101 Jahre tätig, ein Familienunternehmen. Was wir außer Glockenklöppel, das nur ein Bruchteil unserer Produktion ist, sind Teile beispielsweise für den Airbus 380 oder für die Formel 1 oder für Kraftwerke insgesamt und auch für Schiffe. Das ist nur ein kleines Auszug aus unserem Produktionsprogramm. Die Arbeiten im über 400 Jahre alten Grazer Glockenturm gestalteten sich sehr schwierig. Viel Erfahrung und technisches Können, wie sie die Firma Reicht mitbringt, waren gefragt. Die Reparatur des prominenten Geläutes stellte für Josef Reicht und sein Team eine besondere Herausforderung dar. Oben beim Glockenturm bei der Schlossbergliesel wurde der alte Klöppel demontiert, der gebrochen ist, und ein neuer Klöppel wurde wieder montiert und eingestellt. Und das ist natürlich eine größere Arbeit und sehr intensive, anstrengende Arbeit. Auch die Wartung und Instandhaltung der Uhr im Grazer Uhrturm liegt seit Jahren in den Händen von Josef Reicht. Dabei hat er im Turminneren Zugang zu Bereichen, die nur wenigen Menschen vorbehalten sind. Am Ende haben sich jedenfalls alle Anstrengungen gelohnt und die Liesel erklingt nach exakt 4 Monaten Stille wieder lautstark über den Dächern von Graz. Und dass sie wieder so schön klingt, hat einen Grund. Der Klöppel darf die Glocke nicht schlagen, sondern er muss sie sanft küssen. Ja, wir sind bei Markus Meyer in Hainfeld bei Graz Würfersdorf. Er ist Didgeridoo-Bauer, was bei uns ja nicht so häufig ist. Markus, seit wann machst du das? Ja, ich habe mein erstes Didgeridoo 1998 gemacht. Noch ein paar Jahre vorher, dass ich das Instrument überhaupt kennenlernen habe können. Und der hat selbst Didgeridoo gebaut mit einer sehr schierer Fuge auf der Seite, und das hat mich dann auf die Idee gebracht, das was der kann ich schon lang, und aber dann habe ich mein erstes Didgeridoo gebaut. Aber du schneidest die auseinander? Ich schneide die auseinander, dann man muss relativ rasch wieder zusammenbauen, weil sonst es verwirft sich sofort. Auseinander geschnitten, dann wird das ausgehöhlt? Dann wird es ausgehöhlt, Oberflächen behandelt. Wandstärke, wie stark? Zentimeter in etwa. Durchlaufend. Durchlaufend, eher im oberen Bereich kann es ein bisschen enger werden, ja. um eine Luftröhre zu erzeugen. Und was noch wichtig ist, ich mache Verbindungen in das Didgeridoo. Also da kommt alle. Wenn es wieder alle, zusammen. Beim Zusammenleimen alle 15, 20 Zentimeter kommt ein kleiner Dübel rein, damit es eine passgenaue Fuge ist. Ansonsten funktioniert und das. Und du machst dort auch unterschiedliche Formen, muss man sagen. Auf was kommt es an, zum Beispiel, dass der Klang gut wäre, oder? Ja, der Klang, die Länge ist einmal die Tonhöhe, die Länge von Didgeridoo. Und da oben je kürzer, umso höher wird natürlich der Ton. Ja. Und der Trichter, der ergibt eher die Lautstärke von Didgeridoo. Das ist ein ganz normaler Atemrhythmus, sonst kann man nicht länger spielen. Nicht? So, jetzt schauen wir uns noch ein Rolling an. Aus was überhaupt aus ein Didgeridoo entsteht, wie das Grundprodukt ausschaut. So, da hast du ein Rolling stehen. Was ist das für Holz? Das ist ein Kirsch. Und ja, das ist von einer Kundschaft gebracht worden, um ein Didgeridoo zu bauen. Dann hat das ein bisschen lang gelagert gehabt. Und
Das hat den Sprung bis zum Kehren, ist eigentlich nicht mehr aber an und für sich schaut dieses Produkt dann so aus? Schaut so aus. Das wird dann von außen her mit so einem Rohrmesser, heißt das, gezogen, damit es der Struktur entlang springt. Das ist wichtig vom Klang her. Hochinteressante Geschichte. Bin schon wieder neugierig, wenn ich da über spülen höre. Dankeschön, dass du uns das gezeigt hast. Danke auch für den Besuch. Bis zum nächsten Mal. Grüß dich Gott. Bis zum nächsten Mal. Servus. Grüß dich.